Ja, hallo, wir wollen ja kleine Filmchen ins Netz stellen, wie wir mit unseren Eltern sprechen über Corona. Ich danke erstmal Lilly hier für die Kameraführung und neben mir sitzt Dieter Töns, also Lehrer Töns, vielleicht einmal Kameraschwenk auf ihn. Ne? Lilly, pass auf, dass du meine Haare nicht ganz so nah hast, weil die Frisur ist ja schlecht und die grauen Haare, dass die nicht rauskommen, das schneiden wir nachher alles raus. Ne? Okay. Klar. Papa. Du hast ja auch schon mal was von Corona gehört und darüber möchte ich dir jetzt ein bisschen was erzählen, ja? Also zunächst mal ist dir ja klar, müssen wir vermeiden, dass man so eine Infektion bekommt, insbesondere in deinem Alter ist das ja gefährlich. Also, dass man eben guckt, dass man 2 Meter Abstand hält zu anderen Menschen, dass man sich beim Begrüßen nicht die Hand gibt, dass man in die... Ne? Achsel. Ja, habe ich aber schon nicht viel, also mehr als 2 Meter. Nee, wir haben das ja vorhin extra mit Zentimetermaß genau ausgemessen, aber das sind 2,17 Meter jetzt, wie ich von dir bald. Das ist alles richtig. Und die Kamerafrau, die arbeitet ja mit dem Superzoom, deshalb wirkt das so nah, aber die sitzt ja auch über 2 Meter von mir entfernt. Aber war jetzt keine Widerworte, wir sind ja bei einer ernsten Sache hier. Müssen wir alles rausschneiden. So. Pass auf, dann Papa, ganz wichtig, Hände regelmäßig waschen und wenn man sich die Hände wäscht, soll man 2-mal Happy Birthday singen. Ja, kannst du ja immer Happy Birthday Matthias zum Geburtstag, ne? 2-mal, dann sind es nämlich 30 Sekunden, dann ist der Virus tot, ne? Und ich will doch nicht alles töten, ich soll doch leben. Du unterbrichst den doch nicht. Papa, du bist dir das Ernste der Lage noch nie bewusst. So. Und dann ist natürlich wichtig, dass man, wenn man älter ist, und in die Kategorie gehörst du ja nun mal, dass man nicht selber einkaufen geht, sondern dass wir das für dich machen. Ne? Ist ja cool. Ja, du bist gefordert. Pass auf. Bitte. So, das ist das eine Thema, wie man vermeiden kann, dass man zu dieser Infektion kommt. Ja? Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich Gedanken macht, und das ist ja das Hauptthema, was mache ich denn, wenn ich diese blöde Infektion habe. Ne? Und da muss man erstmal sagen, die gute Nachricht ist ja, dass 90% dieser Erkrankung völlig harmlos verlaufen. Ja? Also 90% merken das ja gar nicht oder haben vielleicht einen kleinen Schnupfen, ja? Und es ist gar nicht schlimm. 10% werden doch heftiger krank. Ja? Ungefähr 5% sagt man, müssen in die Klinik, sind so schwer krank, dass die in die Klinik müssen. Oder fragt man sich, ob die in die Klinik müssen oder ob man das nicht zu Hause machen kann. Jedenfalls, die brauchen oft Sauerstoff, die brauchen halt so ein bisschen Pflege, die brauchen den Tipp, dass die nachts zum Schlafen auf dem Bauch schlafen sollen. Das ist eigentlich schon alles. Und von diesen schwerer Betroffenen ist tatsächlich ein kleiner Teil, jeder vierte so, der atmet nicht mehr richtig. Der kriegt ein Atemversagen und den müsste man dann beatmen. Und um diese Patienten dreht sich das Problem der Patientenverfügung. Denn wir wissen, wenn man so schwer krank ist bei dieser Infektion, dann überleben nur ganz, ganz wenige, insbesondere in deinem Alter, die Beatmung. In China, in den ersten großen Studien, waren es nur 3%. In Amerika, in New York, haben es 20% letztlich nur überlebt. Und was nicht so berichtet wird, was wir aber als Mediziner schon lange wissen, ist, dass die Überlebenden trotz Überleben hinterher schwer krank sind. Die haben Herzkrankheiten, Herzschäden, die haben Leberschäden, die haben Nierenschäden, die sind oft viel pflegebedürftiger als vorher und ungefähr ein Viertel von denen haben sogar geistige Störungen wie bei einer Demenz. Ja? Also das heißt, man ist nicht hinterher gesund, wenn man das überlebt, und überleben tun ja sowieso nur ganz, ganz wenige, sondern 90% von den Patienten, die das überleben, sind dann auch nochmal schwerst betroffen, wenn nicht gar pflegebedürftig oder sogar intensivpflichtig. Und man weiß ja aus großen Befragungen, dass viele ältere Menschen das so für sich nicht wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich jetzt Gedanken macht, was möchte ich denn, wenn ich tatsächlich dieses große Pech habe und zu dem 1% gehöre in meinem Alter, die auf einmal so eine schwere Erkrankung haben und eine Beatmung bräuchten. Möchte ich das? Denn Beatmung heißt ja leidvolle Intensivtherapie, man wird abgesaugt, das ist alles unangenehm für den Körper, man muss einen tief betäuben, dass man das überhaupt erträgt. Man wird das im Minimum 2, wahrscheinlich eher 3 Wochen machen müssen und der Ausgang ist ungewiss. Ja? Also da sagen viele ältere Menschen, das möchte ich für mich nicht. Also, aber man soll das halt... Bei mir kann es schon auch sagen, ich möchte das auch nicht. Das werden wir gleich regeln. Ne? Deshalb hat man jetzt die Wahl. Jetzt hat man die Wahl, entweder A, grünes Licht, ich kippe um, wenn der Notarzt kommt, soll der alles machen, maximal beatmen, Intensivstation, alles versuchen, was geht. Variante B ist so ein bisschen gelbes Licht. Ich überlege mir,
naja, so ein bisschen Medizin möchte. Ich möchte auch ins Krankenhaus. Ja, Krankenhaus heißt ja heutzutage, dass man seine Angehörigen nicht mehr sehen kann. Ja, man wird ja isoliert. Du bleibst im Zimmer in der Klinik. Ne? Zu Hause gibt es keine Beschränkung. Ne? Also, gelbes Licht heißt, mittlerer Weg ist, ich möchte so ein bisschen Medizin. Ja, dann kann man sich nur entscheiden, ob Klinik oder nicht. Ne? Und rotes Licht heißt, ich möchte das alles nicht. Ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte nicht ersticken. Natürlich möchte kein Mensch, ich möchte gut leidensgelindert behandelt werden. Ich möchte dann praktisch Sauerstoff ein bisschen vielleicht bekommen. Ich möchte aber in keinem Fall stark leiden. Das kann man relativ gut mit Morphium und Konsorten behandeln. Also das heißt, ersticken muss keiner. Und das sind so die drei Sachen. Ne? Möchte ich Maximaltherapie? Möchte ich ein bisschen Medizin? Oder möchte ich nur leidenslindernde Medizin? Ne? Und wenn man sich halt jetzt entscheidet, dann muss man sich nicht entscheiden, wenn die Katze erst im Teich liegt. Ja, Lilly, du musst dich jetzt nicht entscheiden. Ich will nur mal einmal die Dokumente kurz zeigen. Hier, das ist diese Notfallpatientenverfügung. Da kann man sich dann praktisch entscheiden. Und zum Abschluss machst du noch mal einmal das und unser weiteres Gespräch. Das filmen wir dann natürlich nicht. Dankeschön, Papa. Ja, wunderbar.